Hallo ihr Lieben, liebe Zuseher von VoxTV, hallo liebe Clara, liebe Daniel. Schön, dass ich hier auch kurz erzählen darf über was ich so mache, wenn ich zu Hause sitze. Na, ich sitze nicht die ganze Zeit zu Hause. Ich habe das Glück, dass ich in einem wunderschönen Städtchen wohne, direkt an der deutsche-holländische Grenze. Das ist Zehrenberg und das ist unser Schloss Berg. Ein der schönsten und größten Schlosser von den Niederlanden und das ist wirklich von meinem Haus ungefähr 200-300 Meter weg. Das hier übrigens ist Taxi, meine französische Bulldogge, die geht immer mit mir spazieren hier um den Schloss herum, ne Taxi? Ich stelle sie auf den Boden, sie ist ziemlich schwer. Und ja, Clara hat mich gefragt, du Weibrand, die Künstler, die Interpreten, Volksmusikgruppen, die spielen alles so schön etwas ein für bei uns auf VoxTV. Ja, ich kann das nicht. Ich bin Fernsehmoderator, ich moderiere die Sendung, gib verstandig, ich kann ganz gut reden, singen. Ist keine Option und ein Musikinstrument spiele ich auch nicht. Na vielleicht. Ich sage immer, ich spiele Radio Mischpult. Aber das kann ich am besten. Ich bin natürlich auch, außerdem, dass ich Fernsehmoderator bin, bin ich auch Radiomoderator. So, Radio Mischpult, das kann ich sehr gut spielen. Das tue ich schon viele Jahre beim holländischen Radio. Zum Beispiel bei Optimal FM, wo ich jeden Tag von 12 bis 2 meine Radioshow moderiere momentan. So, das mache ich dann. Das ist gibt keine Langeweile, muss man so sagen. Und dann habe ich das Glück, dass ich hier in diese wunderschöne Entgegend so herumspazieren kann. Wir haben den Platz, wir haben den Raum, da trifft man keine anderen Leute, so das ist auch nicht gefährlich. Und sonst, ja, wir sitzen auch zu Hause in Holland. Das ist bei uns genauso gleich wie bei euch in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Slowenien. Das ist genauso schlimm und ich hoffe nur, dass es schnell vorbeigeht und dass jeder gut durchkommt. Ich verabschiede mich immer in meiner Fernsehshow mit einem Zeile und ich denke, die ist eigentlich noch mehr wichtig als normal. Bleibe gesund, sei nett zueinander und wir sehen uns hoffentlich bald, bald wieder. Servus, fit euch. Ciao Clara, ciao Daniel, mach's gut. Ciao liebe Leute von VoxTV. Kom Taxi, we gaan maar. Kunnen we nog een beetje spazieren, ne? Ja.